Ja, hallo ihr Lieben, willkommen zurück zu Let's Play Die Reise ins All. Als erstes Mal waren wir mit Eleonore und der Kreatur stehen geblieben und wir sollten, soweit ich mich erinnere, die linken Kasernen hier durchsuchen. Und dabei müssen wir reingehen. Und außen mit einem reden und so weiter, alles untersuchen. Das mag zwar nicht viel wert sein, aber es ist unser Haushaltskram. Mit deren. Okay. Es ist hier nur, ich dachte, hier wären auch welche Gegner. Hey, Finger weg! Bleibt hinter, bleib fein hinterm Tisch, Leute. Ach so, ich kann dich anquatschen, da. Oh, da stellst du gerade die Flasche auf den Tisch. Geil. Was soll dir? Zimmer sind alle belegt. Wir suchen nach etwas. Schön. Und was gebe ich das an? Ist Ihnen denn nichts Ungewöhnliches in Ihrem Haus aufgefallen? Mich interessiert, ob die Miete bezahlt wird. Der Rest ist mir egal. Was nimmt Sie über den Streik? Dieser unsinnige Streik. Wenn die Kerle nicht zur Arbeit gehen, kriegen sie keinen Lohn. Und am Ende hat niemand mehr Geld für die Miete. Das kann ich meinen, dann kann ich meine Annahmen vergessen. Verdammt idiotisch, sage ich. Das Pack soll arbeiten, um Geld nach Hause bringen. Warum wird denn überhaupt gestreikt? Na, was weiß ich, was die Redensführer den Leuten wieder in den Kopf gesetzt haben. Mehr Lohn, mehr Respekt, mehr Sonnenschein. Ist doch eh immer dasselbe Gerede. Am Ende ändert sich doch nichts. Auf Wiedersehen. Von mir aus. Der Kaffee nach der Flasche. Wie geil, haha. Wollen wir untersuchen weiter alles? Oh. Ah. Der ärmlich eingerichtete Schrank enthält so gar nichts zum Wert und Interesse. Ah, Blumen. Sie verleihen auch dem düstersten Raum noch Frische und Leben. Als ich gerade jetzt sagen will, ich zu leben, Ding irgendwas. Da musst du fast sehen. Mehrere einfache, saubere Teller. Da sehe ich auch. Eine Waschschüssel. Da sehe ich auch. Die Kinder sind schon seit Stunden fort. Hoffentlich ist ihnen nichts passiert. Mein feiner Herr Gemahl sitzt in der Kneipe und trinkt. Rücksichtslos. Er sollte sich aufmachen und seinen Nachwuchs suchen. Ha! Sagen Sie das mal dem alten Zufkopf. Als Zufkopf. Das werde ich auch. Nebenkäst. Tatsächlich? Also er sitzt immer in der Hafenkneipe mit seinen Kumpels rum. Schicken Sie ihn nach Hause. Kann er sich frisch machen. Na dann, wir suchen nochmal die Betten und so. Mal gucken, vielleicht ist da irgendwas drin. Die Betten scheinen von mehr als nur einer Person belegt zu sein. Ja, die sieht das sich auch. Weil sonst wären das nicht vier Stück. Der Ofen verströmt ein Gemisch aus Ruß und Wärme. Ruß. Stell dich nicht gerade schön vor. Naja. Wir untersuchen das nicht, aber wir machen das im Quest sozusagen weiter. Außen rund, unten zu, oben offen. Ein Eimer. Na, da ziehen wir jetzt ein. Sucht euch eine eigene Wohnung. Na gut. Was soll ich, wenn ich mit euch rede? Endlich! Wir haben eine Wohnung gefunden. Da kommen wir also doch noch aus dem überfüllten Missionshaus raus. Wir haben es geschafft. Wir ziehen in eine richtige Wohnung ein. 10 Quadratmeter nur für uns allein und unsere 4 Kinder. Herrlich! 10 Quadratmeter ist nicht viel. Na gut, damals war das viel. What the fuck? What the fuck ist... 6 Kinder! Ach du Scheiße. Na komm, Papa, endlich. Wir wollen essen. Naja. Wir reden einfach mal... Ich wollte eigentlich rum. War nicht da rum? Nö, schade. Johann hat mir die Zunge rausgesteckt. Erschreckt. Guck mal, ich hab Töpfe, Tante. Im nächsten Jahr darf ich die neue Hose tragen. Ich freue mich schon. Boah, Kinder. Bäh, ich hasse Kinder. Puh, was wollt ihr denn? Ich muss hier eine Großfamilie beherrschen. Manchmal glaube ich nicht so sehr eine Mutter wie ein als ein Wachmann zu sein. Ihren Humor scheint sie sich ja zu bewahren, gute Frau. Ich kann überhaupt nicht mal lesen. Das ist auch das Einzige, was mir bleibt, Kindchen. Denn mit den Mietern im zweiten Stock habe ich schon genug Schereien. Das sind verdammte Diebe. Was glaubt ihr, wie man Kinder großziehen soll, wenn sie immer solche Vorbilder vor Augen haben, hm? Aber die Zeiten sind nun mal so, wie sie sind.
Man kann sich seine Nachbarn nicht aussuchen. Naja, ich da drin. Ich hätte nicht gedacht, dass man Kohl auch einwecken kann. Ach, Kohl. Der Krug ist leer. Ich dachte, das ist ironisch oder so. Naja. So, was ist denn nicht hier? Ah, aha. Wah, Black. Warum immer es geleckt hat. Du findest Wundsalbe. Du findest eine Badekur. Du findest Riechwasser. Du findest Balsamöl. Boah, Alter, was der alles gelagert hat. Vor allem, in der Hälfte davon geht wahrscheinlich nichts über. Dass du auch immer dein Selbstschluss geben musst. Das hätte mich ebenfalls gewundert, wenn die hier etwas übersehen hätten. Naja. Ach so, spät ist es schon. Ist da drin? Deshalb benötige ich kein Fass. Zur Zeit. Ein Sack Kohle. Ja, was für Kohle. Ja. Weil der kann schnell, welche Art von Waren hier besonders gefragt sind. Eine Registerkasse. Du nimmst 250 Gold. Gold. Die Kasse ist bereits geplündert worden. Und wie du dich jetzt erinnerst, von dir. Der war, das war gut. Wir haben einfach unser Zeug ausgeplündert. Das ist mir böse. Vielleicht hat das sogar noch Nachwirkungen nach sich. Die Kisten enthalten Lied wieder Alt von Tant und Trödel, aber nichts, was dich interessiert. Du findest einen Zylinder. Wir haben einfach mal so quer über den Dings gegriffen. Du findest deinen Anzug. Du findest einen Lederkittel. Ah, Lederkittel ist wahrscheinlich für Eleonore. Yo, ein solide, gefertigter Schutz plus 6. Cool. So, du hast doch schon einen Zylinder, kriegst du nochmal. Plus 3 Schutz, ach geil. Aha. Dinge, krieg mal nicht irgendwann noch was, ist was? Naja. Die ganze Truhe enthält nur einen einzigen Brief. Lieber Pfandleiher, ich schreibe nicht oft, aber wenn, dann ist es wichtig. Gib mir Kredit. Ich baue 5000 Taler. Ich zahle ihn auf für übliche Weise ab. Mit einem Streik. Dadurch haben die Fabriken ja immer wirtschaftliche Probleme. Sie entlassen Leute und deine Pfandleihe blüht. Und zu keinem ein Wort. Proski. Darum ging es also an diesem Schockenstück. Die Reise ins All wird durch Schlöte ist das habe ich nicht mehr gelesen. Gebremst. Dieser Proski kann sich schon einmal warm anziehen. Jetzt komme ich. Lestrat. Ich brauche kein Lestrat. Wir nehmen das in die eigenen Hände. Wenn du mein Skeletur und das du treffend beschreibst, gehen wir mal nach oben. Und gucken, was hier alles ist. Das sieht wirklich... Oh, nö. Da gehen wir nicht wieder hinein. Typisch Eleonore. Typisch Frau. Naja. Das riecht gut, nicht wahr? Ich bin die Meisterin der selbst eingeweckten Rübenmarmelade. Rübenmarmelade, bäh. Ein sauber ausgewaschener Topf. Was ist da? Da ihr noch einen Funken Herzensgüte im Leib habt, das den Leuten das weniger. Ach ja. Dieses schreckliche Unglück bei den Schmelzöfen hat mir meine Familie zerrissen. Nur ich und die Kleinen sind noch übrig. Schluck. Schmelzöfen, was ist denn passiert? Das sieht ganz nach einem dieser Gerichte auf Rübenbasis aus. Ah, Blumenbla. Kennen wir schon. Mag noch nicht schlafen. Kann noch nicht schlafen. Kuschelbär ist weg. Buhu. Ach, weint doch nicht, Kleines. Du weißt, dass wir deine Bären beim Pfandleier versetzen mussten. Und der geht ihn nicht daher. Ich habe eine Idee. Der Ofen ist aus. Klar, das sehe ich auch. Wir gucken noch mal unten. Vielleicht liegt er ja irgendwo. So, Kohle. Da benötige ich dann fast. Ich suche den Bären, aber der liegt anscheinend nirgends. Ja, komm, halt die Klappe. Vielleicht kann man das ja auch gar nicht
gewesen.